Hallo ihr Lieben, ich habe schon wieder was Neues für euch. Yeah. Letztes Jahr habe ich euch schon mal eine Sonnencreme von Gepoda vorgestellt. Ich gucke gerade, wo sie ist. Hier, Moment. Diese. Ne? Das war Lichtschutzfaktor 30. Mineralschutz, also Mineralschutz-Sonnencreme vor Sonnenbrand und so. Jetzt hat Gepoda aber gesagt, ja Mensch, Ladies über 50 brauchen vielleicht ein bisschen mehr Sonnenschutz oder allgemein ist fürs Gesicht bei dem aggressiven Sonnenschein, den wir im Moment haben, SPF 50 doch das Richtigere. Habe ich gekriegt. Da seht ihr sie nochmal. Oh nee, hier seht ihr falsch, aber jetzt seht ihr das richtig. Einmal die 30er und einmal die 50er. Ich denke mal, die haben nichts an der Formulierung verändert. Weil die hier benutze ich ja fleißig und die habe ich euch letztes Jahr schon vorgestellt und die war klasse, ist klasse. Das ist meine Sonnenschutzcreme im Moment. Die ist nur noch halb voll, würde ich sagen. Aber wenn ich jetzt die 50er habe, dann benutze ich das natürlich, klar, ne? So, diese Sonnenschutzcreme hat noch ein ganz besonderes Feature, was ich auch richtig, richtig gut finde. Sie macht die Haut schön. Also ich meine, die Puderprodukte machen alle die Haut schön. Aber diese Sonnencreme macht die Haut extra schön, weil sie nämlich leicht getönt ist. Das heißt, ihr müsst nicht unbedingt ein Make-up benutzen oder eine BB-Creme, weil die Haut sieht auch so schon klasse aus. Und solltet ihr Make-up und BB-Creme benutzen, dann ist sie der beste Primer, den ihr euch vorstellen könnt, weil die gleicht die Haut vorher schon aus. Nur was ich euch aus persönlicher Erfahrung empfehlen möchte, wenn ihr sie als Primer benutzt, dann lasst ihr ein bisschen Zeit einzuwirken. Weil ihr werdet merken, weil es ist eine Mineral, also eine Mineralcreme, die ist in der Konsistenz nicht so ganz flüssig wie eine Lotion oder so, klar, ne? Zeig euch mal anhand meines schon angebrochenen Produkts die Konsistenz. Und dann sprechen wir nochmal über das, was ich euch sagen will. Guck mal, siehst du die Tönung? Die ist nicht weiß. Die ist getönt. Und du siehst auch dadurch, dass sie nicht läuft oder sonst irgendwas macht. Es ist eine Mineralcreme. Und ihr seht schon, sie ist etwas dickflüssiger. Ja, macht erst hell, aber gleicht das Gesicht wunderbar aus. Ihr räumt. Cremt die ganz leicht ein und dann merkt ihr schon, dass sie einen super Glow gibt, was man hier zweifelsohne sieht, dass sie sich sehr satt, also nicht klebrig oder gatschig oder irgendwas, sie ist sehr satt auf der Haut und ihr müsst ihr, ihr riecht nach Mineralien riechen. Sie hat keinen Eigenduft. Sie riecht wie eine gute, reichhaltige Creme. Riecht, die keine Zusatzstoffe hat. Aber jetzt kommen wir endlich zum Punkt. Wenn ihr die auftragt als Primer, dafür ist sie super geeignet. Eure Haut ist gepflegt, sanft. Schaut euch das an, wie mein Handrücken super aussieht. Er sieht ja aus wie neu praktisch, ne? Ja. Und lasst sie bitte 10, 15 Minuten einwirken, bevor ihr was anderes auftragt. Denn die Creme braucht ein wenig Zeit, um sich zu setzen. Und sie braucht auch ein bisschen Zeit, um den optimalen Sonnenschutz aufzubauen. Ihr wisst, eine Sonnencreme im Gesicht tragt nicht hauchdünn auf, weil das bringt nichts. Weil dieser Lichtschutzfaktor baut eine Art Barriere auf eure Haut, durch die keine Sonnenstrahlen direkt in eure Haut oder auf eure Haut, auf eure Haut Schädigungen verursachen kann. Und diese Creme braucht etwas, A, um einzuziehen und B, um den Sonnenfilm oder den Schutzfilm richtig. Meine Güte, was ist heute los? Ja, ich bin ein bisschen durcheinander. Am Mittwoch erzähle ich euch auch, warum. Und deswegen verzeiht mir, wenn ich hier so ein bisschen unflüssig bin. Sie baut diesen Sonnenschutzfilter erst dann auf, wenn die Haut sich ein bisschen, wenn das alles so drin ist. Versteht ihr? Ja. Lichtschutzfaktor 50. Ich schaue mir da auch mal die Konsistenz an, weil die 30er kenne ich ja nun. Jetzt machen wir mal die... Oh, da sieht man gar nicht viel, ne? Na egal, muss jetzt das Tattoo dran glauben. Schaut. Muss erst pumpen, ist ja Neuauspackung. Ah,
kommt ein bisschen. Ah, guck mal, die ist ein ganz klein wenig dünner. Haben sie doch was an der Formulierung gemacht? Schau mal. Die ist dünner. Richtig. Das ist ja cool. Haha, Tattoo fast weg. Ist auch getönt. Riecht auch ein bisschen anders. Guck mal. Sie ist dünner. Tatsächlich. Sie ist dünner, aber bringt genau den gleichen tollen Glanz und finde ich wunderbar. Natürlich habe ich wieder einen Dingsbums für euch, einen Rabattcode. Und ich habe mir überlegt, weil ich die 30er ja noch habe, könnte ich die neue 30er ja verlosen, oder? Hier steht auch was anderes drauf. Auf der Verpackung von letztem Jahr steht Mineral Sunscreen. Und hier steht. Hä? Irgendwas mit Spektrum. Ich gucke mal im Internet. Junge, ich bin echt durch, aber ich wollte dieses Video machen. Also, ich sag's euch. Diese Creme ist ganz besonders schützend. Der mineralische Filter Zinkoxid schützt deine Haut vor schädlichen Sonnenstrahlen und wirkt wie ein Schutzschild, das UVA- und UVB-Strahlen effektiv absorbiert, reflektiert und streut. Das ist das, was ich meinte mit der Barriere, die sich in der Haut aufbaut. Sie ist Slow Aging. Hyaluronsäure und veganes Squalane füllen die Feuchtigkeitsvorräte der Haut wieder auf und erhalten so ihr jugendliches Strahlen. Habe ich ja heute drauf, ne? Aber nur die 30er. Und sie ist feuchtigkeitsspendend. Aloe Vera und Himbeerkernöl versorgen die Haut den ganzen Tag über mit Feuchtigkeit und Nährstoffen. Und wisst ihr, was ich auch noch ganz klasse finde? Sie weißelt nicht. Das habt ihr sowohl bei der Hand als auch bei der Hand gesehen. Weil normalerweise ist ja so, ich will mal sagen, so etwas kräftigere Sonnenschutzcreme gerne mal weiß auf der Haut. Ihr habt gesehen, sie ist erst heller geworden und dann habe ich sie verrieben und dann hat sie einen ganz tollen Hautton angenommen. Und ich nehme an, der ist auch für jeden Hautton geeignet, weil ich habe das Gefühl, passt sich dem individuell an. Also ich mag sie. Was haben wir denn noch? Ah, ohne Silikone, Parabene, PEGs, Mikroplastik, Mineralöl, Formaldehydsulfate und austrocknenden Alkohol. Aber Freundin, das sind wir doch gewohnt von Lipoda, nicht wahr? Die Verträglichkeit ist dermatologisch bestätigt für alle Hauttypen, auch für empfindliche Haut. Ja, kann ich unbedingt bestätigen, wie jedes Produkt von Lipoda. Nutze ich nur noch seit 1,5 Jahren. Meine Haut hat sich massiv verbessert, wie ihr sehen könnt. Übrigens bin ich jetzt 62. Nur damit ihr Bescheid wisst. Dann 1% for the planet. 1% unseres Umsatzes spenden wir an Umweltprojekte. Also immer gut. Die unterstützen viel. Es ist eine Glasverpackung, die jetzt aber na, hier so ein Aufkleber oder so drauf hat. Nee, die ist eingefärbt. Guck mal. Die hat nicht mal Plastikaufkleber. Die haben sich wirklich die Mühe gemacht und haben den Glasflakon extra so besprühen lassen, nehme ich an, dass dieser Flakon durch so ein Farbbad gegangen ist. Und es ist sehr ergiebig, auch bei täglicher Benutzung hast du von diesem Produkt länger als 3 Monate etwas. Und das ist die Sommerhochsaison. Schaltet Mittwoch wieder ein, denn da zeige ich euch, wie ihr die letzten Reste aus diesen Flaschen rauskriegt. Weil ich habe jetzt schon öfter gelesen, dass es für euch schwierig ist, diese Glasflaschen komplett zu leeren. Und ich habe einen Trick gefunden, ganz easy peasy, und du kriegst den letzten Rest raus. Schaltet Mittwoch ein, denn da zeige ich euch das. Was habe ich denn noch gefunden? Natürlich habt ihr einen Rabattcode, na klar, unten in der Infobox. Weil sonst, ne? Ihr wisst, bei mir gibt es immer Rabatt. Ach, genau, hier steht auch, denkt dran, SPF etwa 10 bis 15 Minuten wirken zu lassen, bevor du andere Produkte aufträgst. Siehst du, habe ich doch gesagt. So kann es einziehen und du kannst deine Hautpflegeroutine vervollständigen. Das mache ich auch. Ich mache ja erst immer ein Serum drauf, dann mache ich meine Tagescreme drauf. Ich habe jetzt hier so ein
Ihr Bruderregal steht alles über mir. Und dann warte ich da auch so ein ganz klein wenig, weil gerade wenn es jetzt so warm ist, dann schwitzt man und dann lasse ich das erstmal so ein bisschen und mache nochmal ein bisschen mit Wattebausch tupfen, weil ich schwitze schnell am Kopf, habe ich ja auch mal ein Video zugemacht. Und dann trappt ihr die auf und dann macht dann noch irgendwas, kocht euch einen frischen Kaffee oder telefoniert oder so immer. Und dann macht ihr den Rest fertig. Habe ich sonst noch was? Das Produkt ist korallenfreundlich, hautfreundlich, spendet Feuchtigkeit, haben wir schon gehabt. Und ja, was soll ich sagen? Ich muss noch mal kurz sagen, weil das habe ich hier gesehen. Es gibt 1000, warte mal, nee, 3000 und Bewertung. Warte. Nee, 1243 Bewertungen des Produkts und es hat einen Schnitt von 4,8 von 5 Punkten gekriegt. Also es sind wahrscheinlich nur Kleinigkeiten, die da bemängelt werden und Kleinigkeiten halten wir uns nicht auf, ne Ladies. Also schaut euch das mal an, mehr kann ich euch nicht sagen. Nutzt den Rabattcode, klickt auf den Link, den ich euch in der Infobox hinterlasse, gilt aber nicht nur für die Sonnencreme, auch für alle anderen Produkte, aber nur 2 Wochen, also ab heute 2 Wochen. Könnt ihr wieder bei Jepoda sparen, deckt euch ein. So viele geniale Produkte. Und ja, Stammzuschauer wissen es, seit 1,5 Jahren benutze ich nichts anderes mehr als Jepoda. Und ihr könnt euch Videos von vorher anschauen und guckt jetzt meine Haut an. Ich bin älter geworden, 1,5 Jahre älter. Aber ich bin sowas von zufrieden mit meiner Haut. Und ich sehe die Veränderung. Ich sehe sie tatsächlich. So, Süßen. Schaut euch bei Jepoda um. Gebt mir ein Däumchen nach oben. Abonniert den Kanal. Nur so kommen wir weiter. Und ihr helft mir damit. Unsagbar doll. Und schaltet Mittwoch ein. Da gibt es Privates. Da gibt es ein paar Tricks etc. Ansonsten wünsche ich euch erstmal ein zauberhaftes Wochenende. Und wir sehen uns demnächst wieder. Tschüss.